Diesmal tat Mikoto, wie ihr geheißen wurde, immer noch argwöhnisch die Frau beäugend. Ich sollte mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist... Kunkira. Dein Vater hat mich als Psychiaterin engagiert. Ich soll dir helfen, über den Tod deiner Mutter hinwegzukommen. Kunkira? Mikoto versuchte, den eigentümlich und vermutlich ausländischen Namen auszusprechen, hatte jedoch einige Probleme dabei. Man spricht es Kunkira aus, verstehst du? Kunkira, ich muss nicht über den Tod meiner Mutter hinwegkommen. Ich weiß. Du willst ihr nur helfen. Mikoto dachte zuerst an umgedrehte Psychologie, aber das schien ihr falsch. Es war mehr so, dass die Frau genau wusste, was Mikoto dachte und fühlte. Ich bin kein Mensch, wie du vielleicht bereits mit deinen Augen bemerkt hast. Ich bin mir nicht sicher. Sie sehen nicht wie ein Geist aus. Ich bin auch kein Geist. Das verwirrte Mikoto. Es wäre schon verwirrend genug, einen Geist ohne Menschen zu sehen, da im Normalfall Geister nie allzu weit von gewissen Menschen sich entfernten. Aber diese Frau behauptete, nichts davon zu sein. Ich bin die Bibliothekarin wie spricht man es nochmal aus? Kunkira. Meine eigentliche Aufgabe besteht darin, das Leben aller Menschen bis zu ihrem Eintritt in die andere Seite in Büchern zu notieren und zu archivieren. Gottheit ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber du kannst es so nennen, da es doch in vielen Bereichen passend zu sein scheint. Okay. Mikoto, du siehst seit dem Tod deiner Mutter Geister. Genau diese Fähigkeit brauche ich hier in Ishihara. Nehmen wir an, sie haben recht. Was genau wollen sie? Der Übergang auf die andere Seite scheint hier schwieriger zu sein als an anderen Orten. Jedenfalls gibt es hier immer mehr Geister, die nicht auf die andere Seite gehen. Manche davon sind friedlich, manche allerdings nicht. Du kannst diese Geister sehen und deren Konflikte lösen, dafür sorgen, dass sie den Weg finden. Mikoto nahm den letzten Schluck schwarzen Tee. Sie wissen viel über mich. Daher sollten sie auch wissen, dass ich dies seit einiger Zeit bereits tue. Es ist also sinnlos, mich an eine Tätigkeit zu erinnern, die ich sowieso tue. Nicht ganz, Mikoto. Du kannst einzelnen Geistern helfen. Doch die Frage, warum es in dieser Stadt so schwer ist, klärt sich dadurch nicht. Vielleicht sind die Leute hier auch einfach zu dumm. Hey. Kunkira ignorierte Mikotos Kommentar und erzählte weiter. Ich glaube, dass da jemand oder etwas dahinter steckt, aber ich finde in meinen Büchern keinen Ansatz, keine Geschichte, die nicht zu Ende ging. In diesen Büchern steht das komplette Leben drin. Sehe ich das so richtig? Endet das doch nicht eh, wenn die Person stirbt? Nehmen wir an, dass sie recht hätten. Dann könnte der Verursacher oder die Verursacherin doch ein Geist sein, oder? Dann würde in ihren tollen Büchern nichts mehr drinstehen. Die Bücher enden mit der anderen Seite. Doch ab einem bestimmten Datum zeigen einige Bücher nur noch sinnlose Buchstabencode, als wären sie verschlüsselt. Dazu kommt, dass die Leute, denen diese Bücher gehören, in den letzten Jahren alle nach Ishihara zogen. Etwas geht hier vor sich und ich möchte, dass du herausfindest, was es ist. Eine wirklich interessante Theorie. Aber ich bin alles andere als interessiert. Mikoto stand auf und lief zur Tür. Wissen Sie, Kunkira, wenn Sie so viel wissen, dann sollten Sie eigentlich auch wissen, dass ich meine Hilfe den Leuten anbiete, bei denen es möglich ist. Ich gehe nicht nach einem zufälligen Datum. Ich gehe nach den Einschätzungen, ob es nötig ist und ob der Geist gefährlich werden könnte. Ich halte dies für eine um einiges effektivere Methode. Mikoto öffnete die Tür und nahm ihre Schultasche. Mikoto, das Datum ist nicht eine beliebige Zahl. Es ist der 4. Juli 2006. Das ist der Tag, wo die Mutter gestorben ist, ne? Ich gehe mal davon aus. Natürlich hätte Mikoto das Datum als Zufall abgetan. Das Datum passte einfach zu gut für sie. Sie war sich absolut sicher, dass es nur zur Köderung benutzt wurde. Sie wüsste jedoch nicht, warum. Jetzt war es abends. Ihr Vater war noch nicht von der Arbeit zurück.
Darum lag sie auf dem Boden und las in einem Buch. 4. Juli 2006. Der Tag, an dem ihre Mutter starb. Nein, das passt einfach zu gut. Aber darauf fiel sie nicht herein. Ihre Mutter kam nicht von hier. Starb nicht hier. Wieso sollten diese zwei Dinge also irgendwas miteinander zu tun haben? Sie seufzte und legte das Buch weg. Sie konnte sich eh nicht auf die Schriftzeichen konzentrieren. Sie fragte sich, was Kankyra mit der Aktion bezweckt hatte und was sie genau war. Gottheit, dass sie nicht lachte. Ein Wesen, das die Leben der Leute aufzeichnete. Ja, das konnte sie sich noch vorstellen. Aber Gottheiten wären in ihren Augen mächtiger. Die bräuchten keine Menschen, die ihnen helfen. Es wäre also Unsinn, sie so zu nennen. Aber was war sie dann? Eine leise Stimme drang an die Ohr und ließ sie aufhorchen. Ah, die Mutter. Sie singt. Das hören wir auch im Hintergrund. Und ließ sie aufhorchen. Diese Stimme würde sie jederzeit wiederkennen. Das war die Stimme ihrer Mutter. Ihre Mutter war hier. Der Geist ihrer Mutter war wieder erschienen. Mikoto sprang von der Couch und folgte mit flatterndem Rock der Stimme, die direkt aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters zu kommen schien. Geist Oyuki. Sie konnte nicht verstehen, was genau sie da sang. Glücklicherweise war das Arbeitszimmer ihres Vaters nicht abgeschlossen. Dennoch zögerte sie kurz, bevor sie die Tür öffnete und eintrat. Und jetzt ist es lauter. Ihre Mutter war da, genau wie sie gedacht hatte. Die einst so schöne Frau schwebte über einem Stapel Bücher und Forschungsergebnissen. Ihr Gesang wurde mal lauter, mal leiser. Jetzt auch erkannte Mikoto die Melodie. Ein Lied aus einem westlichen Musical. Sie kannte die Melodie von früher, als ihre Mutter noch lebte. Sie hatte viele Opern und Musical gesungen. Ich kenne es nicht. Manche auf der Bühne, manche nur zu Hause. Mutter! Der Geist verstummte und richtete seinen Blick auf sie. Bitte, du musst langsam auf die andere Seite gehen. Du kannst nicht ewig in dieser Welt bleiben, Mutter. Ein warmes Lächeln erschien auf den Lippen des Geistes ihrer Mutter, dann hob sie erneut zu einem Lied an, dem gleichen Lied wie zuvor. Mikoto, was machst du denn da? Eine Hand berührte sie von hinten und im gleichen Moment verschwand der Geist ihrer Mutter und das Lied verhallte. Ihr Vater stand hinter ihr und schaute besorgt in sein Arbeitszimmer. Yujiro, Mikotos Vater. Was wolltest du denn hier? Hier gibt es doch nur langweilige Forschungsergebnisse. Ich habe mir ein Lied angehört. Mikoto fluchte leise. In sich hinein. Zum einen, weil sie ihren Vater nicht gehört hatte, zum anderen, weil ihre Mutter wieder verschwunden war. Du hast Musik gehört? Ihr Vater senkte den Blick. Geht es schon wieder los? Warst du denn wenigstens bei der Psychiaterin? Hä? Ich habe dir doch ein SMS geschickt, dass eine Freundin eines Kollegen von mir sich bei dir nach der Schule melden wollte. Ihr Vater schloss die Tür zum Arbeitszimmer, während Mikoto ihr Handy aus dem Rocktasche kramte. Du warst doch bei ihr, oder? Sie schaute auf das kleine Display und bemerkte tatsächlich, dass das SMS-Symbol blinkte. Was bedeutete, dass sie eine neue Nachricht hatte. Aber eigentlich hatte nur ihr Vater ihre Nummer. Sie öffnete die SMS und las den Inhalt leise. Dein Lesensbuch versank für eine Seite im Buchstabenkau der Welt. War deine Mutter bei dir? Kankyra. Mikoto verzog das Gesicht, als sie diese SMS las. Nun, zumindest überzeugte sie das, dass diese Frau tatsächlich die Leben der Menschen notierte und somit normalerweise wusste, wer was wann tat. Und selbst diese Frau war momentan hilflos und musste zugeben, dass ihre Bücher manipulierbar waren. Welche ironische Welt. Mikoto? Wenn ihr Name ausländisch war, dann war ich bei ihr. Ja, sonst nicht. Mikoto folgte ihrem Vater in die Küche. Sie beide hatten noch nichts zum Abendbrot gegessen und daher würden sie sich jetzt wie jeden Abend etwas zusammen kochen. Hausarbeit war geteilt bei den Sugisakis. Mikoto erledigte ihren Teil, ihr Vater erledigte seinen Teil. Als Beispiel wusch Mikoto ihre Wäsche selber. Staubwischen fiel auch in ihr Gebiet. Ihr Vater kümmerte sich um das Treppenwischen, Schneekehren im Winter und Einkaufen. Der Rest, wie auch das Kochen am Abend, wurde geteilt. Wie ist sie denn so? Mein Freund hat gesagt, dass sie eine nette und hübsche Frau ist.
Ich habe leider nur einmal die Zeit gefunden, kurz mit ihr zu telefonieren. Ich mag sie nicht. Mikoto kochte den Reis, wenn ihr Vater Gemüse schnitt. Ich bin mir sicher, wenn ihr euch erst einmal aneinander gewöhnt habt, dann kommt ihr blendend miteinander aus. Ich mag sie dennoch nicht. Lassen wir das Thema, okay? Ich weiß ja, dass du es nicht besonders magst, über deine Psychiater zu reden. Du kannst mir ja stattdessen mal erzählen, wie es in deiner neuen Schule gelaufen ist. Sind die Lehrer und Mitschüler nett? Der eine Lehrer ist komisch, der redet ziemlich abgehoben. Die Klasse ist normal, wie jeder andere halt auch. Oh ja, den Mann habe ich bei deiner Anmeldung kennengelernt. Ein seltsamer Chaos. Schien mir aber ganz nett zu sein. Ich habe ja auch nur gesagt, dass er abgehoben redet. Gibst du mir das Gemüse? Danke. Und wie sieht es mit den Jungs aus? Ein paar hübsche dabei? Mikoto war versucht, etwas von dem inzwischen kochenden Reis über ihren Vater zu gießen. Schönheit ist Ansichtssache. Na, druckst du herum? Du sagst doch sonst gerade heraus deine Meinung, Mikoto. Das war meine Meinung. Die beiden kochten ihr Essen fertig, ohne groß miteinander zu reden. So wie sonst auch immer. Man konnte aber nicht wirklich sagen, dass Mikoto eine schlechte Beziehung zu ihrem Vater hätte. Eigentlich mochte sie ihn sogar recht gerne. Und sie wusste es auch zu schätzen, dass er mit seinen Aktionen nur ihr Bestes wollte. Auch wenn Psychiater und Umzüge sie wirklich langsam anfingen zu nerven. Du hast ja schon wieder deine Sachen liegen gelassen. Ihr Vater seufzte und schob das Buch, in dem sie gelesen hatte, beiseite. Hä, was ist denn das hier? Er hob eine Mappe hoch und öffnete sie. Zwilling? Das war das einzige Wort auf der ersten Seite. Gib das her. Mikoto riss die Mappe aus der Hand ihres Vaters. Die Mappe hatte ihr Konkira gegeben. Sie sollte hineinschauen, wenn sie sich entschlossen hatte, ihr zu helfen. Natürlich hatte sie nicht hineingeschaut, warum auch? Sie wollte ihr nicht helfen. Sie machte die Dinge lieber auf ihre Art und Weise. Was ist das? Das ist von der Psychiaterin. Das war nicht einmal eine Lüge. Ah, okay. Hausaufgaben, ja? Die kannst du ja nachher machen. Apropos Hausaufgaben. Gib mir später noch die Liste für deine Schulbücher, okay? Ich kümmere mich darum. Mikoto griff in die Schultasche, die neben dem Sofa lag, und zerrte einen Zettel heraus, den sie heute im Lehrerzimmer bekommen hatte. Gleichzeitig schob sie die Mappe mit dem Zwillingblatt in die Tasche. Anschließend machte sie sich über ihr Essen her, Reis und Gemüse. Ah, okay. Die Bücher sind kein Problem. Yujiro legte den Zettel zur Seite und begann ebenfalls mit seinem Essen. Nach dem Essen spülte Mikoto das Geschirr. Mittwochs war sie an der Reihe, bevor sie in ihr Zimmer ging und anfing, die letzten paar Umzugskisten mit ihren Sachen auszuräumen. Wirklich viele hatte Mikoto nicht. Die meisten Sachen von früher hatte sie inzwischen weggeschmissen. Sie wusste auch nicht, wozu sie die alten Puppen aufheben sollte. Aus dem Alter war sie schließlich raus. Ihr momentanes Hab und Gut bestand daher von allen aus Kleidung, einigen Musik-CDs und den beiden Schwertern, die an ihrer Wand hingen. Eines davon war falsch, das andere aber war echt. Natürlich ungeschärft. Sie ging ja keinem Menschen nach. Gegen Geister brauchte sie nicht scharf zu sein. Wobei Mikoto bislang nicht oft von einem Geist attackiert wurde. Die meisten Geister waren halt friedlich, mussten nur etwas erledigen, um auf die andere Seite gehen zu können. Sie öffnete ihren Kleiderschrank und ordnete ihre Sachen ein. Auch wenn man kaum an ihrem Zimmer erkannte, dass sie ein Mädchen war, ihr Kleiderschrank sprach da andere Bände. Sicherlich gab es nahezu keinerlei mädchenhafte rosa Kleidungsstücke, aber der Großteil ihrer Kleidungsstücke war eindeutig weiblich. Sie hatte eine Menge Röcke, vor allem kürzere, die nur bis zu den Knie gingen, und so gut wie keine einzige normale Hose. Ihre alte Schuluniform aus Wakanai hing auch noch im Schrank, eines der wenigen alten Dinge, von denen sie sich nicht trennen konnte. Natürlich war sie der Uniform schon lange entwachsen. Sie überlegte kurz, ob sie vielleicht ihren Vater fragen sollte, ob er ihr eine neue Uniform kaufte. Andererseits, wozu? Die Schule nahm ja auch normale Kleidung an. Sie schloss den Schrank, nachdem sie ihre Sachen fertig eingeräumt hatte, und holte ihre Tasche aus dem Wohnzimmer. Hausaufgaben bereits am ersten Schultag? Es war nur für mich der erste Tag. Stimmt auch wieder. Wenn du Fragen hast, dann komm zu mir. Bei allen Dingen kann ich dir vermutlich nicht helfen, aber du musst wissen, dass du in der Schule immer sehr gut warst. Ich weiß das, Vater. Du hast mir das schon so oft erzählt. Sie seufzte und zog sich in ihr Zimmer zurück. Die meisten Hausaufgaben konnte sie gar nicht machen, da ihr die Bücher dazu noch fehlten. Allerdings gab es ein Aufgabenblatt in Englisch, um das sie nicht herumkam. Übersetzen Sie ins Englische. Im Lichte meiner Lampe
schreibe ich einen Brief an meine Liebste. Sie überlegte kurz, bevor sie den Satz aufs Papier setzte. In the light of my lamp, I'm writing a letter to my lovely girl. Das müsste so stimmen. Nächster Satz. Das Licht der Sonne verblich, als sie hinter dem Horizont versank. The light of the sun. Wait? Nein, das schrieb man anders. Sie griff in ihre Tasche, um ihr Wörterbuch herauszufischen und bekam dabei die Mappe von Kunkyra in die Hand. Zwilling, hat Vater gesagt. Zugegeben, sie war neugierig. Natürlich war sie neugierig. Wie könnte sie es auch nicht sein? Aber auf der anderen Seite war sie zu stolz. Sie hatte immer alles gemacht, wie sie es für richtig hielt. Und bislang lief auch alles einwandfrei. Sie konnte sich nicht beschweren. Warum also sollte sie nun etwas tun, das ihr jemand anderes vorschlug? Andererseits, ein kleiner Blick hinein konnte doch nicht schaden. Es war ja nicht so, dass sie tun musste, was in der Mappe stand. Dass sie diesen Geist auf ihre Prioritätenliste setzen musste. Zwilling. Sie öffnete die Mappe. Die erste Seite zeigte tatsächlich in großen Buchstaben das Wort Zwilling. Sie schlug die Seite auf und fand auf der nächsten Seite ein Foto, das an zwei Ecken mit Teseband an die Seite geheftet war. Auf diesem Bild waren ein Junge und ein Mädchen zu sehen. Sie sahen aus wie Geschwister. Beide waren vielleicht 12 oder 13 Jahre alt und hatten rosane Haare. Es standen keine weiteren Informationen zu den Personen auf dieser Seite. Dieses Mädchen. Sie kannte das Mädchen. Ja, wenn sie genau überlegte, dann erinnerte sie an ihre Klassenkameraden Yuki. Es sie an. Das Mädchen, neben dem sie saß. Yuki, sagte sie nicht, dass sie keine Zwillingsschwester hätte? Sie fasste sich an die Stirn. Natürlich hatte sie keine Schwester. In dem Bild war ja eindeutig zu sehen, dass sie einen Bruder hatte. Aber das ist seltsam. Der Geist passt gar nicht zu diesem Bild. Vielleicht will Kankyra darum, dass ich diesen Fall anschaue. Nein, Kankyra wüsste ja nicht, wie der Geist aussah, da ihre Bücher nur noch Kauderwelsch waren. Darum sollte Mikoto ja auch diesen Fall prüfen. Der Geist, den sie heute gesehen hatte, war wie ein Zwilling, eine exakte Kopie von Yuki. Welcher tat, was sie tat? Was sie tat. Darum hatte sie angenommen, dass Yuki eine Zwillingsschwester hatte. Aber wie passte dieses Bild dazu? Mikoto kratzte sich am Kopf und blätterte auf die nächste Seite. Yuki und Megumi Yutaka. Aufnahme vom 3. April 2006. Am 4. Juli 2006 starb Megumi Yutaka aus unbekannten Gründen. Das Buch endet mit dem Mittag. Das 4. Juli ist abrupt und Yukis Buch enthält ab diesem Datum nur noch sinnlose Buchstaben, Kombinationen oder erkennbare Muster. Ujufrof etok an si irrits nam si tafswang jod bon erge ui dot isnes o ikam dluam ti etok a ebtlo erre fi neve. Ujufrof etok an si irrits nam si Tav, Swang, Yodobon, Er, Uitut, Isn. Okay, ich höre auf, das zu lesen. Sie ist auf jeden Fall der Kauderwelsch. Sie blätterte erneut um. Auf der letzten Seite war ein Auszug des Buches abgedruckt. Eine einzelne Seite volle unverständlichen Zahlenreihen. Also ich muss schon bitten, das sind Buchstabenreihen. Wieso wartet diese dumme Kuh dafür auf mich? Sie hatte doch vier Jahre Zeit. Warum hat sie in der Zeit das Ganze nicht selber geprüft? Und kaut jemandem gegeben, der sich mit sowas auskennt? Was soll ich damit anstellen? Mikoto legte die Seiten zurück in die Mappe. Was für ein seltsamer Name für einen Jungen. Wieso haben die ihn Megumi getauft? Sie schüttelte den Kopf. Manche Eltern waren wirklich Arschlöcher. Anders konnte man das nicht nennen. Sie hatte schon einmal gelesen, dass Eltern ihr Kind unbedingt Merlin nennen wollten. Was mit dem Kind in der Schule geschah, war eigentlich allen Leuten klar. Dennoch bestanden die Eltern auf diesen Namen. Hey Merlin, kannst du zaubern? Oder? Das davon geht ja aus, oder? Mit Megumi war es genauso. Hey Megumi, kannst du zaubern? Der arme Kerl hat sicherlich eine Menge Hänseleien ertragen müssen, nur weil er diesen eigentlich weiblichen Namen trug. Vermutlich Selbstmord. Egal. Der Junge ist nicht das Problem. An Yuki hängt ein ganz anderer Geist. Vielleicht sollte ich wirklich morgen meinen Lauscher etwas aufstellen und versuchen herauszufinden, wer dieses Mädchen war. Sie fluchte einmal kurz. Als sie merkte, dass sie jetzt doch von Kalkyra in dieser ihre Wahl beeinflusst wurde. Verdammte Psychiaterin oder was auch immer sie ist. Ihr Handy klingelte. Erneut flimmerte das SMS-Symbol auf ihrem Bildschirm. Sie öffnete die SMS und fand ein einzelnes Wort darin vor. Bibliothekarin. Okay, jetzt macht mir die Frau langsam Angst. Finde ich cool. Sie löschte die SMS und rief dann einmal laut in den Raum.
Hör auf, in meinem Leben zu lesen. Ich habe auch Privatsphäre, verstehst du? Das war mir so klar, dass der kommt. Die Antwort kam dagegen von ihrem Vater, der gerade den Kopf durch die Tür steckte. Mit wem redest du da, Miko-chan? Mit meiner Psychiaterin. Und nenn mich nicht Miko-chan, ich bin keine 5 mehr. Okay, tut mir leid, wenn ich dich beim Telefonieren gestört habe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich morgen zum Frühstück nicht da bin. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch und da muss ich wirklich früher hin. Tut mir leid. Mikoto verzog das Gesicht. Ihr Vater war manchmal schon fast zu musterhaft. Schon gut, schon gut. Ich werde allein essen. Das bringt mich nicht um. Gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht, Mikoto. Gute Nacht, Vater. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es noch immer Zeit war. Es war noch nicht einmal 10 Uhr, darum beendete sie schnell ihre Hausaufgaben und blätterte anschließend lustlos in demselben Buch, das sie auch gelesen hatte, bevor ihr Vater kam. Ihre Gedanken schwirrten jedoch immer wieder ab und am Ende ertappte sie sich dabei, dass sie über der Seite grübelte, welche die scheinbar sinnlose Buchstabenkombination zeigte. Was hat es mit dieser komischen Buchstabenkombination auf sich? Wie, inwiefern ist der Geist von Yuki jetzt, also der Geist, der bei ihr ist, sieht sie aus wie sie. Aber sie hat ja einen Bruder, das ist ganz interessant. Oder ist es eigentlich nur ein Bruder und der, sie sagen nur, es ist ein Bruder und es ist eigentlich doch ein Mädchen? Weil wegen dem Namen Megumi, ich weiß es nicht, das ist sehr interessant, sag ich mal. Oder ist es vielleicht so... Nee, das sage ich jetzt noch nicht, das sage ich noch nicht. Dafür ist es zu früh, das ist zu abgekrasst. Abgekrasst. Ja, auf jeden Fall werden wir wohl unsere Psychiaterin stellen müssen und ihren Fall eben annehmen, denn die interessiert uns auch. Und mal sehen, was die Zeit so bringt. Akte 1 heißt ja auch Zwillinge. Es geht also um diesen Fall. Und es wird wohl, wenn ich das so sehe, es gibt 3 Akten, also werden wir so 3, sage ich mal, Fälle oder Abschnitte haben, also große Abschnitte. Weiß nicht, wie viele Abschnitte ein Akt hat, aber das werden wir dann herausfinden, die nächsten Male. Also bis zum nächsten Mal bei Senkensha Mikoto, die Geistersiegerin.